Willkommen bei No Worries Biology. Mein Name ist Anja Doyle und in diesem Video möchte ich euch mitnehmen auf eine virtuelle Exkursion in die Biosphäre 2. Vielleicht fragt ihr euch gerade, Biosphäre 2, was ist das? Nun, lasst uns damit beginnen, einmal über den Begriff nachzudenken. Die Biosphäre, manchmal auch Ökosphäre genannt, bezeichnet alle Lebensräume der Erde, die von Lebewesen erfüllt sind. Sie umfasst alle Ökosysteme der Erde. Sie erstreckt sich von der Tiefsee, wo speziell angepasste Fische und auf jeden Fall Mikroorganismen zu finden sind, bis in etwa 2 Kilometer Höhe in die Luft, die uns umgibt, so hoch wie eben manche Vögel fliegen. Sie beinhaltet die von Leben durchzogenen Erd- und Gesteinsschichten der Erde, die Lithosphäre, die Wasserkörper der Erde, also Meere, Seen, Flüsse und so weiter, die Hydrosphäre und die Atmosphäre, den Bereich, der mit Gasen erfüllt ist, vor allem Stickstoff, Sauerstoff und in weitaus geringerem Anteil Kohlenstoffdioxid, also das, was wir gemeinhin Luft nennen. Wenn also die Biosphäre alle Bereiche der Erde umfasst, die mit Leben erfüllt sind, wo könnte sich dann die Biosphäre 2 befinden? Nun, sie befindet sich innerhalb unserer normalen, natürlichen Biosphäre, der Biosphäre 1, wenn man so will. Um genauer zu sein, befindet sie sich in der Sonora-Wüste in Arizona, etwa 50 Kilometer nördlich der Stadt Tucson. Die Biosphäre 2 ist ein Campus von etwa 1,2 Hektar Größe, der von einer Reihe von gläsernen Kuppeln und Pyramiden überdacht wird und im unteren Bereich mit einer Metallverschalung abgeschlossen ist. Sie wurde zwischen 1987 und 1991 erbaut. Dieses privat finanzierte Unternehmen hat etwa 150 Millionen Dollar gekostet. Das hauptsächliche Ziel war es, ein ökologisches System zu schaffen, das komplett von der Umgebung, unserer Biosphäre 1, abgeschlossen ist und in der Lage ist, sich selbst und darin lebende Menschen am Leben zu erhalten. Man wollte herausfinden, ob und wie man eine neue, vom Menschen erzeugte Biosphäre schaffen könnte. Und diese neue, künstliche Biosphäre würde die Biosphäre der Erde nachahmen. Das erklärt den Namen Biosphäre 2. Sie befindet sich zwar innerhalb der Biosphäre 1, war aber komplett von dieser getrennt und war sozusagen eine Miniaturausgabe unserer natürlichen Biosphäre der Erde. Es handelte sich dabei um einen neuartigen Versuch zu erforschen, ob und wie man nachhaltige, bewohnbare Lebensräume für Menschen außerhalb unserer Biosphäre schaffen könnte. Also zum Beispiel auf einem anderen Planeten oder auf Raumschiffen, die sich auf lange Reisen begeben. Ein solches Unternehmen der Erschaffung eines lebenden Labores ermöglichte es außerdem, Versuche durchzuführen, die in der Biosphäre 1 nicht möglich wären. Wie zum Beispiel die Veränderung bestimmter Umweltfaktoren wie Temperatur, Wasser oder auch die CO2-Konzentration und zu untersuchen, wie sich diese Veränderung von Umweltfaktoren auf die Ökosysteme auswirken. In ihrem damaligen Zustand beinhaltete die Biosphäre 2 Quartiere für die in ihr lebenden Menschen, Forschungslabore, einen landwirtschaftlichen Bereich, um Nahrung anzubauen für die Menschen, die in ihr leben. Die sogenannte Technosphäre, die alle Maschinen enthielt, die notwendig sind, um Leben zu erhalten. Also Temperaturregulatoren, Apparate, mit denen man das aktiv im Umlauf seiende Wasser kontrollieren konnte. CO2-Regulatoren, Windmaschinen und so weiter. Zur Technosphäre gehörte auch eine riesige künstliche Lunge, deren Aufgabe es war, temperaturbedingte Schwankungen im Luftdruck in der Biosphäre 2 auszugleichen. Darüber hinaus gab es in der Biosphäre 2 Nachahmungen von 5 verschiedenen Biomen der Erde, einen tropischen Regenwald, eine Savanne, ein Mangrovenfeuchtgebiet, eine Küstennebelwüste und einen tropischen Ozean samt Korallenriff, der ein Volumen von mehr als 3,5 Millionen Liter fasst. Diese 5 Biome sind Repräsentanten der Biome der Erde.
Je nachdem, auf welche Quelle man sich bezieht, gibt es auf der Erde 10 bis 13 verschiedene Biome. Nicht alle von diesen konnten in der Biosphäre 2 nachgeahmt werden, weil diese sich ausschließlich in Arizona befindet, wo es im Sommer sehr heiß ist und die Sonnenintensität sehr hoch ist. Polare Eiskappen, Tundra, Taiga und alpine Biome konnten hier nicht nachgeahmt werden, wohl aber solche, die an warme bis sehr warme Temperaturen angepasst sind. Diejenigen Biome der Biosphäre 2, die etwas weniger warme Temperaturen brauchen als die anderen, wurden etwas tiefer gebaut als die anderen, da warme Luft bekanntlich nach oben steigt. Gleichzeitig wurde der Boden der Biosphäre 2 mit einem leichten Gefälle gebaut, sodass sich das in der Biosphäre 2 befindliche Wasser je nach Bedarf leichter von einem Biom ins andere bewegen konnte. In der Technosphäre gab es große Wasserkanister, mit denen das Wasser der Biosphäre 2 zurückgehalten werden konnte, wenn sich zeigen sollte, dass zu viel Wasser im Umlauf war. Gleichzeitig wurde mit Hilfe dieser Kanister Wasser gesammelt, um den landwirtschaftlichen Bereich je nach Bedarf bewässern zu können. Als der Bau 1991 abgeschlossen war, unterzog man dieses sich selbst erhaltende System, die Biosphäre 2, die mithelfen könnte, dass wir eines Tages in der Lage sind, Weltraumkolonien zu errichten, ihrem ersten großen Test. Eine Gruppe von 8 Leuten zog in die Biosphäre 2 ein. Sie sollten für die Dauer des Experimentes die knapp 8 Milliarden Menschen repräsentieren, die in der Biosphäre 1 leben. Der Eingang wurde hinter ihnen versiegelt und sollte erst nach 2 Jahren nach Ablauf des Experimentes wieder geöffnet werden. Dass der Eingang hinter ihnen versiegelt wurde, sollte unterstreichen, dass die Biosphäre 2 ein materiell geschlossenes System ist. Für die nächsten 2 Jahre durfte nichts aus der Biosphäre 2 herausgelangen. Kein Abfall, keine Luft, nichts. Und für die gleiche Dauer durfte auch nichts Neues in die Biosphäre 2 hineingebracht werden. Keine Werkzeuge, kein Essen und so weiter. Energetisch gesehen war die Biosphäre 2 genau wie unsere Biosphäre 1, jedoch kein geschlossenes System. Unsere externe Energiequelle in der Biosphäre 1 ist die Sonne. Für die Biosphäre 2 waren es das Stromnetz und Generatoren. Gerne hätte man auch die Biosphäre 2 ausschließlich mit Sonnenenergie versorgt, aber Anfang der 90er Jahre war die Solartechnologie einfach noch nicht ausgereift genug, um dieses Anliegen sinnvoll umsetzbar zu machen. Von der Energieversorgung abgesehen, sollte die Biosphäre 2 aber, wie schon gesagt, komplett selbstversorgend sein. Natürlich stand das Team in der Biosphäre 2 in ständiger Kommunikation mit der Außenwelt und dem Kontrollzentrum. Auch wenn das für die meisten sicherlich komplett selbstverständlich ist, will ich mir kurz den Hinweis erlauben, dass es sich bei diesen 8 Leuten natürlich um Freiwillige handelte. Sie waren Ärzte und Wissenschaftler, die sich intensiv darauf vorbereitet hatten, in einem so begrenzten und isolierten Umfeld zu leben und zu arbeiten. Diese 2 Jahre, die der Versuch dauern sollte, brachten eine Reihe von Problemen und Herausforderungen, die von den 8 Bionauten überwunden werden mussten. Schon bald zeigte sich zum Beispiel, dass die Kondensation am Glasdach der Biosphäre 2 dazu führte, dass sich die Küstennebelwüste in eine Art Strauchlandschaft verwandelte. Dabei handelte es sich jedoch eher um eine nebensächliche Erkenntnis als um ein Problem. Und in der Tat, da ja nichts aus der Biosphäre hinaus oder in die Biosphäre hineingelangen durfte, war man darauf angewiesen, dass das in der Biosphäre 2 befindliche Wasser seinen eigenen Kreislauf bildet und in diesem war die Kondensation ein unverzichtbarer Bestandteil. Problematischer war, dass schon bald ein Anstieg der Kohlenstoffdioxidkonzentration und ein Abfall der Sauerstoffkonzentration in der Anlage zu verzeichnen war. Auf ihrem Tiefpunkt enthielt die Luft in der Biosphäre 2 nur 14,5% Sauerstoff statt der üblichen 21%. Aus diesem Grund wurde 1993 gelegentlich Sauerstoff in die Biosphäre 2 hineingepumpt. Technisch gesehen wurde damit der Grundsatz, dass die Biosphäre 2 komplett eigenständig und materiell geschlossen sein sollte, gebrochen.
Aber mit etwas Wohlwollen könnte man auch argumentieren, dass es sich ja um ein Experiment handelte, das genau darauf angelegt war, solche existenziellen Probleme zu identifizieren und herauszufinden, wie man diese lösen oder überwinden kann. Auch deshalb wurde das Experiment ja auf der Erde, also innerhalb der Biosphäre 1, durchgeführt. Ja, wir hatten Anfang der 90er Jahre nicht die technischen Voraussetzungen, etwas Ähnliches im Weltraum oder auf dem Mond zu errichten. Aber selbst wenn wir diese technischen Voraussetzungen gehabt hätten, glaube ich, dass ein solches Experiment immer zuerst auf der Erde durchgeführt worden wäre, einfach um in der Lage zu sein, eventuell notwendige Veränderungen vornehmen zu können. Nach langer und verzweifelter Suche fand man heraus, dass das Verschwinden des Sauerstoffes mit den biologischen Aspekten des Experimentes nichts zu tun hatte und die Anlage auch nicht undicht war. Die Ursache war der Beton, der beim Bau der Biosphäre 2 verwendet worden war. Er reagierte mit dem Sauerstoff in der Luft und nahm ihn auf diese Weise in sich auf. Als nach Ablauf des Experimentes der Beton versiegelt wurde, trat dieses Problem dann nicht mehr auf. Ein weiteres Problem war die Produktion von Nahrung. Die Biosphäre 2 erzeugte erheblich weniger Essbares, als bei der Planung des Experimentes errechnet worden war. Ein Hauptgrund hierfür war die Wetteranomalie El Niño, die Anfang der 90er Jahre zweimal hintereinander auftrat. El Niño verursachte Wolken- und Regenwetter in Arizona in der Biosphäre 1, wodurch es erheblich weniger Sonnenschein gab in der Biosphäre 2, genau wie in der Biosphäre 1, und dadurch war der landwirtschaftliche Ertrag erheblich reduziert. Mit diesem Problem mussten die Bewohner der Biosphäre 2 alleine fertig werden. Also wurden unsere 8 Bionauten auf Diät gesetzt. Obwohl sie alle notwendigen Nährstoffe erhielten, waren sie nicht in der Lage, genügend Kalorien zu sich zu nehmen, um ihren Energiebedarf während der langen und anstrengenden Arbeit in der Biosphäre 2 zu decken. Die Bionauten waren oft hungrig und verloren erheblich an Gewicht während dieses Experiments. Dann verletzte sich ein Mitglied des Teams bedenklich, indem sie sich tief in den Finger schnitt. Ihr wurde erlaubt, die Biosphäre kurzzeitig zu verlassen, um medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Anschließend kehrte sie direkt in die Biosphäre 2 zurück. Dieser Vorfall und einige andere Gründe führten dazu, dass das zweijährige Experiment in der Biosphäre 2 von einigen scharf kritisiert wurde. Nun, es gibt sicherlich zu jedem Thema immer verschiedene Sichtweisen. Ein weiteres schwerwiegendes Problem stellte die Gruppendynamik zwischen den Bionauten dar. Über längere Zeit auf so engem Raum zusammenzuleben, verursachte Reibungen zwischen den Bionauten, die schon lange vor Ablauf des Experimentes zu einem Zerfall des Teams in zwei Teilgruppen führte. Leider gelang es ihnen nicht, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, und einige dieser ursprünglichen Bionauten sprechen bis heute nicht miteinander. Sehr schade eigentlich, aber solche gruppendynamischen Probleme sind ein Phänomen, das aus anderen extremen Lebensbedingungen, wie etwa Forschungsstationen in der Antarktis, bekannt sind. 1993 dann war das zweijährige Experiment vorbei und die Bionauten durften aus der Biosphäre 2 in die Biosphäre 1 zurückkehren. Die gesammelten Daten wurden ausgewertet, Verbesserungen vorgenommen und man begann damit, eine zweite Mission vorzubereiten. Im März 1994 begaben sich 7 Wissenschaftler für ein zweites Experiment in die Biosphäre 2. Es wurde angekündigt, dass dieses zweite Experiment 10 Monate dauern sollte. Und dieses Mal gelang es ihnen, genügend Essen zu produzieren. Während dieses zweiten Experimentes war es jedoch die Welt außerhalb der Biosphäre 2, die Probleme bereitete. Es gab Streit über das Management und die Finanzierung des Projektes, es kam zu Gerichtsprozessen und vielleicht sogar zu einem Sabotageversuch, letzterer bleibt jedoch ungeklärt. Jede Menge Unannehmlichkeiten in jedem Fall. Und im September 1994 wurde dieser zweite Versuch dann nach nur 7 Monaten frühzeitig beendet und es kam nie mehr zu einem weiteren Experiment dieser Art.
In den darauf folgenden Jahren wechselte die Biosphäre 2 mehrfach den Besitzer und wurde 2007 von der Universität von Arizona gekauft. Heute verwendet diese die Biosphäre 2 als ein geologisches Forschungsinstitut und damit ist die Biosphäre 2 heute das größte geologische Experiment der Welt. Im Moment arbeiten sie an einem Projekt, das LEO heißt, kurz für Landscape Evolution Observation, also Landschaftsevolutionsbeobachtung. Dabei wird untersucht, wie verschiedene Umwelteinflüsse die Entstehung und Veränderung von Landschaften beeinflussen. Insbesondere im Hinblick auf die in den 90er Jahren durchgeführten Experimente, aber auch angesichts der heute hier stattfindenden Forschung, scheint mir die Biosphäre 2 ein exzellentes Beispiel für den Einfallsreichtum der Menschen beim Entdecken und Erkunden neuer Horizonte. Und in einer vielleicht nicht allzu fernen Zukunft werden die hier gewonnenen Erkenntnisse vielleicht sogar auf anderen Planeten angewendet. Neben vielen anderen Aspekten hat uns die Biosphäre 2 geholfen zu verstehen, dass auch die Biosphäre 1 ein geschlossenes System ist, das uns beeinflusst und das auch wir beeinflussen. Sie hat als Modell gezeigt, dass wenn wir behutsam mit unserer Umwelt umgehen und bereit sind, den Aufwand zu investieren, wir in der Lage sind, zur Erhaltung des Gleichgewichts in der Natur beizutragen. Das war's für heute. Wenn dir dieses Video und unsere virtuelle Exkursion in die Biosphäre 2 gefallen haben, geh zu www.noworriesbiology.com, um weitere Materialien zu verschiedenen Aspekten der Biologie zu finden. Bis zum nächsten Mal.